Entschuldigung, ich wollte nicht ausfallend werden, was meine Wortwahl angeht. Aber es ist die Wahrheit. Ach, hier wird die Zeit ja noch gar nicht vorgespult. War es nicht sogar schon... Was ein Assi, fährt er mir einfach hinten rein, ey. War es nicht sogar schon so, dass die Zeit auch bei Vice City vorgespult wurde, wenn man ein Pay and Spray ist? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder haben die das erst bei GTA 4 eingeführt? Oder San Andreas? Wie wenig ich eigentlich weiß über GTA. Aber okay. So, auf geht's. Bam! Bam! Das ging schnell. So, 3 Sterne haben wir. Die werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir die auf 2 Sterne reduziert kriegen. So, hat wunderbar geklappt. Verdammt wenig Polizeipräsenz hier in der Gegend. Na, mich soll es nicht stören. Ah, da kommt schon der Erste. So, ab in den Pay and Spray. Neuer Motor und neue Lackierung. Die Cops werden dich nicht identifizieren. Ja, sowas höre ich doch gerne. Hier fährt der Bulle auch. Ach da, Vollidiot. Okay, und damit haben wir die Mission eigentlich auch schon. Ich hatte die schwieriger in Erinnerung irgendwie. Oder ich meine das jetzt gerade nur. Aber die war ja jetzt eigentlich recht einfach. Wir haben aber einen Mann verloren, oder? Die sind nur noch zu zweit. Die Mucke passt auch exzellent dazu. Mission erfüllt, 20.000. Okay, dann komm, fahren wir direkt zu Salvatore. Kümmern wir uns um die nächste Mission. Vom guten Sal. Na, da bist du selber schuld gewesen jetzt. Keiner gezwungen, mir in den Weg zu fahren. Na, wow! Ja, so parkt man heutzutage ein, wenn man keine Lust mehr auf sein aktuelles Fahrzeug hat. So ein Scheiß, ey. Nun gut, nächste Mission. Der letzte Wunsch. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car on the block from Luigi's Club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and it proved a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Ah, ich weiß wieder, was ist. Ja, geil, ey. Wir sind ja eigentlich schon relativ zügig jetzt. Na gut, okay, ohne viel zu spoilern. Also, der letzte Wunsch. Der gute Salvatore hat gesagt, wir sollen uns um ein Auto kümmern. Das machen wir natürlich auch gerne. Und welcher Mafiosi ist mit der Karre gefahren und hört hier Reggae-Mucke? 2 Dinge, die nicht zusammenpassen. Grimmige Italiener in schwarzen Anzügen und Reggae-Mucke. Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Italiener grimmig ist. Oder bei der Mafia. Auch wenn ich ab und zu mal so ein paar kleine Witze drüber mache. Aber es ist nicht zum Lachen, liebe Leute. Lasst euch das gesagt sein. Hier, Maria, das mit dem Wagen ist eine Falle. Komm zu dem Steg südlich der Callahan Bridge. Ja, wir werden uns den Wagen jetzt aber trotzdem mal kurz angucken. Wenn wir da einsteigen, explodiert die Kiste. So viel weiß ich auf jeden Fall noch. Und es sieht auch nicht danach aus, als wäre hier irgendeine Sauerei drin oder so. Ja, wie gesagt, Maria hat uns gewarnt. Es ist eine Falle. Salvatore hat uns verarscht.
Und deswegen werden wir jetzt zur Callaghan Bridge fahren und werden mal gucken, was die Maria uns zu sagen hat. Ah, so ist das, ey. Da erledigt man Aufträge für die Mafia, hält seinen Kopf für die hin und dann wird man noch so verarscht. Und jetzt ist das kolumbianische Kartell gegen uns, die Triaden sind gegen uns und mein Auto ist auch gegen mich. Okay, warum auch nicht? Ja, Mafia, das kolumbianische Kartell und die Triaden sind gegen uns. Ja, und deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt versuchen, irgendwie aus der Stadt hier zu fliehen. Ob uns das gelingt oder nicht, wird uns bestimmt Maria jetzt sagen. Hören wir mal rein. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me what, I don't know. Look, you're a marked man in the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend. It's so good. She's someone we can trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Tja. Und somit werden wir uns jetzt mit dem schönen Boot hier verziehen. Und werden einen anderen sicheren Ort aufsuchen. Und wir haben kein Radio, deswegen mehr Zeit für mich, ein bisschen zu quatschen. Ich weiß zwar im Moment nicht worüber, aber ist ja eigentlich auch egal. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo lang wir müssen, aber ich fahre einfach mal einen großen Bogen hier rum. Ach ja, in Erinnerungen schwelgen, GTA 3, das waren noch Zeiten damals, aber ich glaube, das habe ich alles schon in der Aufnahmesession davor gesagt. Das Problem ist, wenn man so lange aufnimmt, hat man halt irgendwann nichts mehr zu erzählen und ist schon dabei, sich die ganze Zeit um Kopf und Kragen zu reden. Aber was will man machen? Ich könnte auch nebenbei SMS schreiben, allerdings bin ich nicht gut im mehrere Dinge gleichzeitig machen. Aber das wird schon. Könnt es ja trotzdem mal versuchen. Ich glaube, ich bin gerade den extrem langen Weg gefahren. Wir können auch mal auf die Karte gucken, fällt mir mal gerade ein. Karte? Wo war nochmal die Karte? Karte? Ich weiß nicht mehr, wo die Karte war. Ne, man hatte gar keine Karte, ne? Ne, man hatte gar keine Karte. Man hatte in den Spieleverpackungen hatte man immer so eine komplette Karte von dem gesamten Gebiet dabei. Komm, wir fahren einfach mal hier lang. Jetzt haben wir hier den Überumweg. Ich hätte einfach andersrum fahren sollen. Aber na, Arbeit wird's machen. Niemand ist perfekt. Und so können wir noch ein bisschen... Wir fahren jetzt natürlich auch direkt an Salvatores Haus vorbei und... Ey, nicht, dass die beiden Alten da irgendwie gleich aus dem Boot verschwinden, ne? So rausgeschleudert werden. Das würde mir nicht wirklich zusagen, obwohl die mir immer mehr auf die Pelle rücken. Wop, da war Sand. Da war eine Sandbank. Da war eine Sandbank. Da ist ein riesiger Berg, unbewohnt, eine riesige Insel. Keiner weiß, wer da wohnt. Vielleicht wohnt da ja... Man weiß es nicht. Da oben ein Flugzeug. Auch eine Sache, die man bei GTA 3 noch nicht konnte, Flugzeug fliegen. Konnte man erst ab Vice City. Aber man kann es ja noch nicht mal vernünftig in GTA 4... Nee, stimmt, in GTA 4 kann man es gar nicht. Da kann man nämlich nur mit dem Hubschrauber fliegen. Oder war das so? Ich glaube schon, oder? In San Andreas konntest du mit allem fliegen. Also mit so gut... Also mit fast allem.